Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Core Keeper. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und ja, wir haben im letzten Part Arceus belegt, aber wir haben da nicht die Spitzhacke oder den Gegenstand bekommen, den wir eigentlich wollten. Das heißt, wir werden ihn vermutlich wieder besiegen müssen, ein paar Mal. Aber das ist ja, ich meine, das ist ja zu erwarten gewesen. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir können unsere Basis wieder ein bisschen weiter ausbauen. Um neue Räume. Aha. Bum, bum. Okay, viel Hackschmetterlinge. Das sind einfach zwei Kupferkisten übereinander. Ja, die habe ich da irgendwann mal hinplatziert, weil ich mir dachte, ich brauche. Ja, du kannst die einfach hier unten in die ganz unten rechte Kiste reinpacken. Da packe ich die ganz verschlossenen Dinger hin. Wir können die auch mal aufmachen. Wir können demnächst mal dieses Schlüsselding, wo man Schlüssel mit craften kann, machen. Und dann können wir die Schlüssel einfach selber craften. Was brauchen wir dafür eigentlich für dieses Schlüssel? 10 Holzbretter, 8 Eisenbahnen. Easy peasy. Easy peasy. So, wir haben leider nur 5 Bretter. Fängt schon mal gut an. Easy, hast du gehört? Easy. 5 Bretter. Ja, das Z zerlege ich dann, oder? Jo. Gut. So. Hat Skalitbarren gegeben als 7, 6 und 9. Oh. Okay, sie hat endlich mal Abwechslung gemessen. Vielleicht droppt er jetzt auch Fleisch, wenn man es. Da wäre er wenigstens brauchbar. Wir haben noch 2 Schädel des korrupten Schamanen übrigens. Wir können den Schamanen noch mal ein paar Mal machen. Dann kriegst du vielleicht auch diesen, wenn du den hier lieber willst, mit dem du auch über Lücken springen kannst. Ja, der wäre cool. Aber den hatten ich, glaube ich, bei dem bekommen. Also, ist das der Feuerdude gewesen? Ja, ja, das ist der Feuerdude gewesen. Oh. Der Gefährliche. Ja, aber wir sind ja ein bisschen stärker jetzt, oder? Ich weiß nicht. Wir hatten danach hatten wir noch die Brutmutter getötet. Jetzt Arceus. Mit der Waffe hat sich nichts geändert. Ich glaube, nur eine bessere Rüstung habe ich bekommen. Okay. Na stimmt, den Feuerstab haben wir da. Ne, hast du den Feuerstab nicht durch ihn bekommen? Nee, das war vorher noch, ne? Ja, das war durch irgendeine Kiste oder so. Einen kann bestimmt eher aufdorben, aber... So. Ah ja, ich wollte Holz machen. Bretter. Ich hab fast gar kein Holz mehr. Wir müssen nächstes Mal Holz anbauen. Ich mach mal demnächst irgendwo eine kleine Farm, wo wir einfach diese Dinge anbauen für Holz. Und dann wird hier massiv Holz geerntet. Holz anbauen, Bäume. Nee, diese Ranken. Du kannst diese Ranken anbauen, die wachsen immer weiter und weiter. Und wenn du den abbaust, dann sind die halt weg, ne? Logischerweise. Du kannst sie halt ewig lange wachsen lassen und dann kannst du alles schön abernten. So. Ich meine, wir wollen halt gerne. Ich glaube, in der Scarlet-Truhe können gute Sachen drin sein, deswegen. Scarlet-Schlüssel wäre schon nicht schlecht. Jo. Könnten wir craften, wir haben genug Scarlet, also. Wenn wir was haben, dann Scarlet. Das ist wirklich. 149 Sparen habe ich gerade im Inventar. Das ist aber das, wovon wir am meisten haben. Das ist das späteste Erz, das wir derzeit haben, aber davon haben wir mit Abstand am meisten. Ja, da haben wir auch so ein bisschen was gebaut für. So, das Schlüsselding. Hä? Wo können wir einen Schlüssel bauen? Hier, wo ich bin. Ich habe jetzt gerade einen Scarlet-Schlüssel gebaut. Achso. So, dann wollen wir mal die Scarlet-Truhe öffnen, die wir haben. Ah, da ist der Bohrer. Da war der Bohrer, den ich suche. Den, genau den brauchen wir übrigens. der hat nämlich 327 Bergbauschaden, aber der ist gar nicht so viel besser. Mein Spitzhack hat gerade mit Upgrade 332. Den hat der wer besser. Mist. Dann ist das nicht das, was wir brauchen. Der macht auch viele Angriffe pro Sekunde, das ist auch eher eine Nahkampfwaffe. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Ich guck mal ganz kurz, wer schneller ist, aber ich glaube nicht, dass der schneller ist als meine Spitzhacke. Wow. Oh, ein bisschen.
Aber nur weil du mit der Spitzhacke mal kurz anhältst. Mit dem Bohrer musst du nicht anhalten. Ja. Ich meine, das kann auch bei Arceus droppen. Wir machen die jetzt noch ein paar Mal. Also von daher. Aber ich muss erstmal ganz kurz den Raum bauen. Das ist das, was ich gerade die ganze Zeit eigentlich machen wollte. Ich wollte den Raum bauen. So. Wir machen Arceus mindestens so lange, bis du das Ding auch hast. Ich meine, das wirkt jetzt. Das ist schneller, richtig, aber das macht jetzt. Das Problem ist halt, dass du damit nichts Schwereres abbauen kannst als mit unserer Spitzhacke. Also. Du wirst sehen, wie langsam das ist, wenn du bei Arceus bist. Dann ist der nämlich auch langsam, das Ding. Das ist das Problem halt, ne? Aber ich glaube, man kann das vielleicht gut upgraden, muss man mal gucken, ne? Mal schauen. Ich habe fast keine Holzböden mehr. Hast du noch irgendwie Holz? Ja. Also irgendwie einfach den halben Stack irgendwie auswählen. Ja, Shift und linke, rechte Maustaste oder sowas. Muss ich da eben kurz ein paar Böden machen. Aber Bett ist auf jeden Fall verpflichtend, damit sie spawnen. Danach kann man den Raum aber abreißen, lustigerweise. Das ist bei Terraria, glaube ich, auch so, ne? Wenn die einmal da sind. Ja. Außer wenn die halt sterben, dann. Ja. Ja, wenn die sterben, musst du alles wieder hinbauen, damit die dann respawnen können. So, dann wollen wir noch ein Bett bauen. Jetzt kriegen wir den Angler. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir bald anfangen sollten zu angeln, wa? Na, spawnt er, da ist er. Violette Köder, roter Köder, grüner Köder, Azurfederfisch, Dolchflosse, Oranger Höhlenguppi, Neptunhalskette plus 53 Angeln, Seeschaumring plus 51 Angeln. Na, aber die sind sehr teuer. Wo sind die teuer? Wir haben gerade mal irgendwie 1000 noch was oder so. 1600. Wir können uns einen Teil kaufen. Wir müssen mehr Geld machen. Richtig gut verkaufen bei dem. Wir müssen Geld machen, ganz viel Geld, Geld, Geld. Aber wie? Müssen wir mal schauen. Bosse töten oder so und die Sachen verkaufen. So, wie viel kostet es denn, den Bohrer zu upgraden? Der Bohrer upgraden 16 Skalit und 211 Münzen, okay. Was ist das mit dem hier, wenn ich das mit dem verstärken mache? 8 Skalit, 2 Schrottteile, das ist okay. Nehme ich den Bohrer mal für eine verstärkte Version mit. Ich meine, das ist jetzt eh relativ irrelevant, weil wir ja jetzt eh gleich nochmal den Boss machen. Muss aber nochmal alle Barren nehmen. Bum, 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 bum. Und dann mal die Kristalle. Wie oft wollen wir den Boss machen? Oder wollen wir immer, ja komm, wir holen immer eins und dann gehen wir wieder zurück und dann holen wir noch eins, damit wir nicht verschwenden die Sachen. Wir brauchen halt von allen Barren was, ne? Deswegen, wir haben nicht von allen Barren so viel. So, dann packen wir das hier wieder rein. So, packen wir das hier oben wieder, wobei. Ja doch, das packe ich mal ganz kurz rein, dann nehme ich mir hier mal ein bisschen was mit. Und dann packe ich das da oben wieder rein hier. Das da. Brauche ein bisschen Inventarplatz, sonst kann ich ja nichts aufnehmen. So. Ich hatte hier noch Böden. Ich bin so blöd, ne? Ich bin so dumm. Ich hatte einfach noch Böden da drin. So. Potato Pet der Experte, ne? So. Oh, ich komme jetzt. Tess will auch einen Bohrer haben. Also Arceus, gib ihm bitte einen Bohrer. Ist er wieder da? Ja. Okay. Aber warte, 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 bevor ich das mache. Bevor ich das mache, ich war clever, Cess, ich war clever. Oha. Sag, wie clever ich bin. Der passende Grasboden. Ja. Los, Cess, sag, wie clever ich bin. Niemals. Niemals. Ich habe extra das mitgebracht, was wir am dringendsten brauchen.
Vielleicht habt ihr nicht genug dabei, um alles zu machen. Ich kann dir gleich den Bohrer zeigen, wie der jetzt hier funktioniert. Der braucht leider auch hier zwei Schläge. Hat die Spitzhacke keine Angriffsgeschwindigkeit? Ah, 2,5 Angriffe pro Sekunde. Okay, der Bohrer ist doppelt so schnell. Das ist das tatsächlich. Der ist wirklich doppelt so schnell. Der macht doppelt so viele Angriffe pro Sekunde. Ich habe, glaube ich, genug dabei, zumindest für 90% des Dings. Weiß ja nicht mal so viel, oder? Nee. Ich habe noch 84 dabei. Das hier ist der perfekte Ort, um Futter für die Käfer zu fangen. Hm. Ich merke schon, die Käfer sind ans Herz gewachsen. Die ganzen anderen Tiere interessieren dich nicht. Nur der Käfer. So, dann komm mal her. Zum Boss. Dann wirkt der Trank für eine Minute noch, okay. Essen. Und. Ups. Aber siehst du mal so, der Bohrer hilft uns jetzt auch beim Kämpfen gegen den. Und du kriegst ja gleich bestimmt auch einen Bohrer. Da bin ich mir aber sowas von sicher. Oh, unter ihm war auch ein Bohrer-Ding. So. Ja, dass das nichts droppt, ne, diese Steine. Ja. Sein Erz zu geben. Ja. Zweite Phase. Der ist aber einfach nur aggressiver. Ja, Phase. Ja. Jetzt kommen die Kristalle hier öfter, viel schneller. Der hat sich doch gerade optisch auch verändert, der brennt doch jetzt. Ja. Und die Dinger fliegen schneller. Oh ja, deutlich schneller. Vorher gar nicht aufgefallen. Er ist da. Kein Bohrer, leider. Wir haben noch mal so einen Köderhaufen. Aber kein Bohrer dabei. Wir haben aber diesmal was anderes gehabt. Irgendwas war neu. Hier auch. Das, nee. Der Name klingt schon blöd. Sonnenbeschwörer. Aber das ist ein Stab. Und der hat 294 bis 358 magischer Schaden Fernkampf. Ein Angriff pro Sekunde. Geschosse prallen beim Einschlag ab. 272 bis 332 Explosivschaden. 823 Bergbauschaden. Plus 13% kritische Trefferchance. Sekundärzweck starker Mehrfachschuss.
Haltbarkeit 225 wird von großen Magiern benutzt, um kleine Sterne zu beschwören. Mana kosten 28. Das ist, glaube ich, für dich ziemlich gut. Das ist der neue Stab für dich. Kleine Sterne beschwören. Ich glaube, das ist der nächste Stab für dich. Bitte nicht auf mich schießen. Ja. Also 5 gegen Sandstufen höher. Er prallt einmal ab und macht dann Meaning-Schaden. So, zumindest haben wir schon mal eine coole Sache für dich. Leider wieder ein komplettes Set korrupte Wächter-Ding. Ein komplettes Set davon wieder. Und sonst nichts. Sonst war doch das hier, wenn du die auch haben möchtest, die habe ich auch ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob du die haben möchtest. Bergbauschaden halt plus, aber dann 3 Leben bei Nahkampftreffer. Ich meine, keine Ahnung, ob du was Besseres hast. Nee, ich hab Magieschaden und Unterlinkschaden. Oh. Okay, Unterlinkschaden bringt mir nichts, aber Magieschaden ist jetzt 8%. Ja gut, dann müssen wir ihn nochmal machen. Auf geht's. Let's go, wa? Bossfarm, bis wir den Bohrer auf der Zest bekommen. Das geht ja nicht an so. Und ich möchte diese Rüstung nicht. Lernt das Spiel nicht daraus, dass ich die Sachen hier reinpacke und zerstöre? Ich will das nicht, Mann! Ich glaube, wir können Geld machen mit den Schrotthaufen. Guck mal ganz kurz, für wie viel man die verkaufen kann. Verkaufen tut man sie für 5 auf jeden Fall. Ja, okay, die sind 1 wert. Ja gut, da muss man durch Masse Geld machen, ne? Und was man massig produzieren kann, wie Holz zum Beispiel. Was dann ja auch immer 1 gibt pro Ding. Wenn du dann 5000 Holz verkaufst, kriegst du auch viel Geld. Mm. Oha, um den Stab zu verstärken, brauche ich Octarin. Mm. Ja. Das wird erstmal nicht passieren. Das ist die nächste Stufe, die wir brauchen. Da, 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 da. Eine Titanenkiste, neue. So. Ja, dann würde ich sagen, durch mal die ganzen Barren. Wir haben aber bis bald keine Barren mehr dafür. Bei 10 Kupfer, 10 Zinn brauchen. Ja, das ist der letzte, den wir machen können, weil es an Zinn fehlt. Aber ich glaube, wir haben auch Zinnerz. Weiter mal einschmeißen sollte jetzt nebenher. Ja, wir haben noch sehr viel Zinnerz. So. Wir haben auch ganz viel Scarlet. Ja, Scarlet haben wir sehr viel. Alter, die Kühe haben wir auch ordentlich Milch gegeben, ne? Ist ja alles voll im Stall. Aha. Leider kein Fleisch. Man kann sie schlachten, aber sie, ich meine... Die reproduzieren sich halt nicht, ne? Vielleicht lernen wir das noch irgendwie, dass man die mit einer höheren Stufe oder so, dass man die dann fortpflanzen lassen kann, das wäre super. Aber dann könnte ich schlachten, das wäre kein Problem. Ich würde mich um die Tiere kümmern und dann die sich vermehren lassen und dann schlachten, das ist kein Ding. Wenn das richtig gutes Essen gibt, das letzte Mal, als ich mit dem Fleisch, was wir hatten, gekocht haben, war das eigentlich richtig gutes Essen. Deswegen würde ich das schon ganz gerne haben, aber wenn es halt nicht ist, dann ist nicht. Weil nach Süden gehen, um diese Käfer zu finden und die dann da alle zu schlachten, da habe ich keine Lust drauf. Das dauert mir zu lang. Und allein diese Käfer hierher zu bringen, hat ja schon gedauert. Ja. So, ich brauche keine Blöcke mehr. So. Okay. Dann, let's go, machen wir nochmal. Noch eine Runde gegen... Ah ja, der braucht 6 Minuten zu respawnen. Das kann sein, dass er noch nicht wieder da ist.
Na, da ist er wieder. Okay, dann kurz was essen. Tank nehmen. Platzieren. Let's go. Der prallt immer von ihr ab. Muss über Ecken spielen. Nee, macht er trotzdem Schaden. Achso. Gleich zweite Phase. Jetzt, oder? Nein, noch nicht. Jetzt zweite Phase. Oh, der heilt sich schon. Hat er unter sich einen Sitz? Nee. Das macht sie gerne irgendwie. Down. Und der gleiche Stab wieder. Aber auch die Spitzhacke, die antike Spitzhacke. Das war die, die ich suchte eigentlich. Tatsächlich. Hat die denn, ist die denn, wie gut, viel besser ist die denn? 332, 354. Bergbaugeschwindigkeit plus 9,1, 2,5 Angriffe. Ich dachte, die muss man trotzdem noch upgraden. Wofür denn? Wenn wir ins nächste Gebiet kommen damit. Da gibt es nicht noch Gebiete, wo wir hingehen? Weiß ich nicht. Aber ich habe, als ich vorher mit dem Hammer einfach nach rechts gegangen bin, da war auf jeden Fall noch ein Gebiet, wo wir nicht waren. Und ich konnte abbauen. Aber ich bin nicht weitergegangen. Ich weiß nicht, ob es da ein neues Erz gibt. Ja. Und wir haben wieder nur dieses scheiß Schwarz der Kruften Wächter bekommen als Rüstung und den gleichen Stab, den du schon hast. Was für eine Gegenstufe war dein Stab? Auch 13, ne? Ja. Also sagen kannst, dass die sich auswählen, also dass es verschiedene Stufen gibt. Okay, erstmal zur Base zurück. Darf ich mal ganz kurz gucken, wie man die Spitzhacke upgradet. Je nachdem, kriegst du den Bohrer oder die Spitzhacke? Wenn wir jetzt auch dieses Erz brauchen, was wir nicht haben, dann. Ne, Skalit. Das macht die Werte ganz schön gut. Na komm, meinetwegen kriegst du halt die antike Spitzhacke. Hat sie dir sogar schon geupgradet. So nett bin ich. 407 Bergbauschaden. Ja, mehr als und ich habe. Bergbaugeschwindigkeit. Mehr als ich habe. Davon nehme ich mir jetzt. Mache ich jetzt meinen Bohrer eine Gegenstandsstufe höher. Aber leider nur eine. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Wie bringt das? 62 mehr, okay. Eine muss reichen. Mehr haben wir nicht.
Also wir haben mehr Geld, aber ich will das ganze Geld jetzt nicht ausgeben. Das ist ja dumm. Ich jetzt alles ausgebe. Wie viel Schaden hattest du? 407. Ja, jetzt habe ich 447. Nur solange es Dingens ist. Das nächste Ding braucht übrigens eh auch der Ringbarren. Also ich könnte es auch gar nicht noch ein zweites Mal machen. Ach, weißt du was? Gib mal die Spitzhacke kurz her. Ich habe das Geld gerade bei meiner Hand, deswegen. Ich upgrade die auch nochmal eben ganz kurz. Was soll der Geiz? Geiz ist nicht geil. Jetzt also. Kommt jetzt irgendwie gleich 5 Minuten, kriegen wir Octarine. Achso, nee, das Ding braucht Octarine, oh. Zum Upgraden braucht das schon Octarine, okay. Schade, ich hätte es dir jetzt gegönnt. Nee. Aber ich kann mal gucken, was. Der Stab, den braucht er auch Octarine zum Dings, ne? Was passiert, wenn wir den, wenn wir den Stab denn zerschlägen? Dann kriegt man Octarine-Barren. Gib nochmal die Spitzhacke. Ich glaube, das waren 10 Stück, die ich brauchte. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oha, wir haben Octarine. Ah, nee, es waren 20. Schade. Willst du deinen. Moment, du kannst deinen Zauberstab vielleicht irgendwie mal gucken. Wir haben Octarine, ja. Sonst pack's in die Truhe, wenn das nicht geht. Aber ich könnte ihn verstärken mit 5 Stück. Und mir eben mal kurz Schrottteile rausholen. Pack das Geld wieder hier rein. Aber ja, was ich auch mal machen könnte, ist übrigens meine Rüstung verstärken. Für das Gebiet, wo wir jetzt hingehen. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Ich werde jetzt mal mit dem Auge in der Mitte sprechen, wo wir hin sollen. Der wird uns die Himmelsrichtung wohl schon sagen. Ich nehme an, dass es mit dem Angel zu tun haben wird, der nächste Boss, den wir machen sollen. Es ist ein optionaler Boss, das kann auch sein. So, dann reparieren wir erstmal, bum, 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 und dann alles verbessert. Wunderbar. Dann die auch noch verbessern. Schaufel nochmal reparieren. Dann kann die Scarlet-Spitzhacke kann ich zerlegen, die brauche ich nicht mehr. So. Das kann auch weg, So. Wenn du mal an den Tisch gehst, vielleicht siehst du dann ganz rechts dieses neue Gebiet schon ein bisschen. Moment. Die 3 Pixel dort hinten. Uno, momento. Ich muss mal eben kurz ein paar Sachen hier in die Kisten legen. Ich habe immer so viel Zeug im Inventar, es ist schrecklich. So. Ich sehe nur meine eigene Markierung leider. Ah ne, jetzt sehe ich ein bisschen mehr gerade. Das ist keine Markierung, das ist einfach nur ein bisschen pink. Kannst du bei mir im Stream sehen, ja, das ist. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich synchronisiert. Ist ja auch hier ein Raum, wo schon nicht war, dieses Labyrinth. Naja. Da war ich ja nicht. Ja, aber ich frage erstmal ganz kurz, wo wir hin sollen. Der wird uns das ja sagen. Das versunkene Meer, in welchem Omorov haust, befindet sich östlich von hier. Okay. Und jetzt noch der nächste Hinweis vielleicht. Omorov erwacht nur aus den Tiefen, wenn es Beute gibt, die zu holen es sich lohnt. Okay, du weißt genau, was das ist. Expertenköder. Dieser Köder enthält verschiedene essbare und magische Materialien. Mit ihm hast du die Chance, den großen Fang der Tiefsee zu landen. Dafür brauchen wir scharfe Köder, süße Köder, leuchtende Köder, Octarinbarren, antike Edelstein, violette Köder. Die Köder kann man alle bei ihm kaufen. Alle? Ich glaube schon. Lest mal ganz kurz vor, okay. Welche das sind. Violetta? Scharfer? Ja, Violetta habe ich. Scharfer haben wir nicht. Was ist süßer? Den auch nicht. Und leuchtender. Okay, dann ist nur der Violette, den man hier kaufen kann. Den anderen müssen wir wohl herstellen dann. Interesting. Interesting. So, ich muss noch ein bisschen Inventar leer machen. Dann habe ich noch ein paar Erdblöcke mit für Brücken bauen. Wie sieht's bei dir mit Essen aus? Ich hab noch 26 Salat. Okay. Gut. Schwarz muss ich noch eben kurz zerstören. Doch. Die Shorts zerstören.
Na, ja, würde ich sagen, bin ich ready. Let's go. Oh, das ist neues Holz. Neues Holz. Oh. Rein, Mann. Oh, das ist Glitchschleim. Wenn er einen angegriffen hat, glitscht man rum. Also über den Bogen glitscht man da so rum und rutscht. Oh mein Gott, was ist das denn? Glitchschleim. Oh mein Gott, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Das ist wieder. Die tun ganz schön weh. Die tun ganz schön weh. Ich glaube, es ist gefährlich. Oh ja, 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 ja. Regen? Nein. Das sind Blumen, glaube ich, die wir dann anpflanzen können. Oh, da ist aber ein Tentakel, der hauen kann. Ja. Ah, hier brauchen wir jetzt Boote. Siehst du, was ich sehe? Das ist ein riesiger See. Hier ist nichts mit. Wir können hier neues Holz sammeln. Vielleicht können wir damit auch direkt coolere Boote bauen. Ich habe Oktarine jetzt gefunden. Ich habe ein treues Ei gefunden. Und Landalge und Penpaya-Samen. Neue Samen, sehr geil. Seifenblasenpistole habe ich gefunden. Keine Ahnung, warum die hier rumliegt. Boah, brauchen die lange. Oh, das neue Gegner. Ich glaube, das ist ein neues Tier. Da unten, da oben rechts, meine ich, die Spinne. Oh. Ja, die machen viel Schaden. Der Schleim macht echt viel Schaden, ja. Ja. Hätte ich dir sagen können, dass der viel Schaden macht. Dann warte ich hier mal auf dich. Ich habe auch nichts in der Wand gerade, irgendwie was leuchtet. Nur anschlagen, ich bin gestorben. Ne? Ja. Die hält noch recht viel aus. Ich kann auch ein bisschen Holz abbauen. Ich habe eine Muschel gefunden. Dem Weg levelt man laufen sehr gut. Ich habe auch ein bisschen Erz gefunden, aber das Erz habe ich halt in dem Boden gefunden, ne? Nicht in der Wand. Ja, bei der Spinne bin ich mir nicht sicher, ob wir dahin wollen. Oh, da ist auch direkt so eine. Achso, das sind die Blasen. Okay. Ah, jetzt sehe ich da unten, sehe ich Erz. Also, es ist kein Aktarin-Erz, glaube ich. Das Goldene war Aktarin. Nee, das Blaue. Aha, ja, das Goldene war das, was ich gerade eben gefunden hatte. Ja. Und ich dachte, das ist kein Aktarin. Das habe ich ja abgebaut. Deswegen hast du es nicht mehr gesehen. So, aber du kriegst auch bei den X'en hier übrigens überall Oktarin, also. Bei den X'en am Boden. Holz ist wichtig, Holz mitnehmen. Sehr, sehr wichtig. Ist neues Holz, das muss wichtig sein. Eine neue Ressource. Wird bestimmt wichtig für die Boote.
Vielleicht können wir sogar neue Böden daraus machen. Was ist eigentlich, wenn man eine Tentakel tötet? So, das sind halt normale Gegner. Ja, die droppen aber bestimmt auch was. Hier sind noch neue Früchte. Sandbohrmaschine. Was? Wahrscheinlich auch der Riemen? Naja, glaube schon. Kannst du mal markieren. Dann können wir hier bald die Bohrer hinholen. Oh, ich gleite. Was? Gleite, wollte ich treffen. Ganz schön nerviger Effekt. Ja, ich glaube, ich gehe langsam mal nach Hause, damit wir... Wie viele Okterien habe ich? 35, wie viel hast du? Fehlt noch nicht so viel. 13. Ja, dann vielleicht mal ein bisschen mehr Okterien sammeln. Damit wir Okterien-Ausrüstung bauen können. Danach dürfen wir hier, glaube ich, weniger Probleme haben. Mit den neuen Ästen, was ich jetzt anpflanzen kann. Mal schauen, ob man damit cooles, oh mein Gott, ob man damit cooles Essen machen kann. Oh, hier ist Schleim am Boden. Vielleicht nehmen wir den auch mal mit, dann können wir das Schleimding machen. Mit dem Schleim kann man bestimmt auch Tränke machen, die dann gegen das Rutschen und so wirken. Ja. Oh, da ist wieder so ein Spinnenvieh. Denk dran, die X auszubuddeln. Da ist auch Okterit. Oh, du bist tot. Alter, ich kann nochmal so zurück. Schnell. Ich kann nochmal langsam zurück. Das war eine Salve. Ja. Ja gut, das ist halt Magier, ne? Hast halt keine schwere Ausrüstung, halt keine schwere Rüstung. Und wenn du jetzt eine schwere Rüstung trägst, das haben sie clever gemacht, hast du auch kein Magischer an. Das ist eigentlich gar nicht so dumm gemacht, tatsächlich. Mal wäre sonst auch ein bisschen unfair. Du machst deutlich mehr Schaden als ich. Du machst 800, ich mach 200. Also, du machst deutlich mehr Schaden als ich. Hältst aber auch nichts aus. Du musst halt mehr aufpassen. Das haben sie clever gemacht mit der Ausrüstung. Ha? Ich mach nur 800, wenn ich kritter. Ja. Oh, hier ist übrigens das Eisending. Hier ist die eine Eisenquelle. Sogar noch weiter nach Norden. Eieiei, wie weit wir schon gelaufen sind. Komm zurück zur Base, ne? Also. Ich muss zu meinem Turm. Genau. Oh. Da liegt all mein Zeug drin. Das stimmt wohl. Ich habe jetzt 51 von dem Erz, das sollte erstmal reichen. Für eine Werkbank, für einen Amboss vielleicht sogar. Vielleicht für ein bisschen Ausrüstung. Hier ist übrigens eine Skalitruhe, glaube ich, oder? Ne, Eisenkiste, okay. Aber, meine lieben Freunde, der Part ist schon lange, lange vorbei, schon seit 10 Minuten. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht ihr was Bestes aus eurem Leben und euer Zersichen und euer Potato-Bett verabschieden sich. Bis dann. Tschüss! Tschüss.